Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone im Ranked Standard Bronze 8 momentan am Anfang der Season. Mit dem Evolve oder Revolve-Schamanen. Mit dem ich ja erst nochmal herausfinden muss, wie ich ihn genau spielen will. Aber ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Da bin ich sehr zuversichtlich. Die ersten drei Spiele waren jetzt nicht so verheißungsvoll. Aber das heißt ja nicht, dass wir trotzdem mit dem Deck ganz gut zurechtkommen können. Nehmt an, das wird wieder der Clown-Druide sein. Der müsste ja momentan die Meta recht gut vorhanden sein. Ja. 3 Mana, okay. Schnell Mana generieren, schnell die Clowns spielen, das kennen wir. Kampfschrei zieht eine Waffe oder ich überlade mich. Da ich nächste Runde dann 2 Mana habe, kann ich ihn auch noch spielen, deswegen ist das eigentlich besser. Auf den Schwingen des Übels. Ruft, ne, nächste Stufe ist das 4-4 mit Eifer, okay. Erhaltet einen zufälligen Legendin auf die Hand, kennen wir, oder der Feendrache. Ich würde mit Funkelchen gehen. Stromschlag gefällig. Ihn auf die Hand ist für uns ganz gut. So, diese Runde ziehen wir unsere Waffe. Nächste Runde dann Funkelchen. Einen guten legendären Diener hoffentlich entdecken. Entdeckt oder erhaltet? Erhaltet einen zufälligen. Ist egal. Hoffentlich einen guten legendären Diener auf die Hand. Bin ich in einen feindlichen Diener mit Spott, ist schon mal gut. Kann ich vielleicht den entscheidenden Damage noch ins Gesicht hauen? Mhm. Will ich unbedingt spielen. Gehen wir ins Face und auch nochmal hier ins Face. Bringt mir nicht wirklich viel, bringt mir nicht wirklich viel. Ist okay für 4 Mana. Eigentlich ganz gut. Können eigentlich nur hoffen, dass er jetzt einen fetten Spot spielt. Das ist wiederum nicht so geil. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Bleibt eurer Windzorn plus 2 Angriff und Windzorn regt es. 8 Damage werden wir nicht schaffen. Wir reißen euch in Stücke! Lasst uns kämpfen! Machen wir das so? Das Totem noch entwickeln. Hätte das Totem auch vorher rufen können. Nicht optimal gelaufen. Mit dem Karussell. Sollte aber nicht so dramatisch sein. Problem ist, jetzt hat er einen Spott natürlich. Ja, ich sehe das Problem. Das ist nicht geil. Definitiv machen wir es aber so. Will ich da schon die Waffe anlegen? Eigentlich müsste ich ihn vernichten. Finde ich aber auch eigentlich so machen. Extra 8 Mana hätte ich damit Windzorn. Könnte noch einen Diener vernichten, deswegen. Schätze, Beute. Was will man mehr?
Riskiere ich es einfach mal. Müsst ihr jetzt halt schlafen? Jawohl. Dementsprechend, er ist mir eigentlich egal, ich will ihn nicht wegmachen. Ich habe jetzt dann nächste Runde noch meine Combo mit dem Windzorn, falls er sich heilen sollte. Und falls er einen Sport spielt, kann ich ihn da vernichten. Muss man erstmal hinbekommen. Müsste ein Sport kommen. Jawohl. Den vernichte ich. Und habe dann hoffentlich gewonnen. Außer es kommt noch ein zweiter Sport, dann sieht es schlecht aus. Ne, ihr habt nicht gewonnen. Definitiv ihn hier. Plus zwei Angriff von Windzorn. Ich muss es eigentlich riskieren. Kann ihn nicht downen, weil er eine Rüstung hat. Werd aber dafür... Warum darf ich nicht nochmal angreifen? Hab doch Windzorn. Na gut, okay. Das heißt, wenn die Waffe weg ist, ist das Windzorn auch weg. Interessant. Für mich okay. Dürfte jetzt gewonnen haben dadurch. Knappes Match. Ich habe ein, zwei Missplays gemacht, die ich selber danach erst mit dem Karussell zum Beispiel war nicht optimal. Man muss sich also das Deck gewöhnen. Ihr merkt hoffentlich, dass ich da ein bisschen mehr konzentriert bin. Also neue Decks lernen und auch verstehen und vielleicht ein bisschen versuchen, die Tücken dahinter zu durchchecken. Na, ist nicht ganz so einfach. Aber immerhin mal gewonnen nochmal. Und dann kommen wir zum zweiten Match. Bis gleich. So, Match Nummer 2 gegen Magierin Chaina. Immer noch nicht sicher, was ich auf der Startland haben will, aber die beiden sind schon mal top. Die Schatzplünderin tendenziell auch okay. Ich bräuchte es ja genau dann, wenn meine Waffe kaputt geht. Aber gut. Muss erst mal mit dem Deck warm werden. Jetzt nach 4 Matches, 2 Siege, 2 Niederlagen, kann man da noch nicht viel sagen. Ich würde sogar behaupten, Turn 1, Turn 2. Im dritten Turn möchte ich dann einen Vierer-Diener spielen. Ich habe, glaube ich, nicht so viele. Ansonsten den gleichsten Wagen, Turn 4. Gefällt mir nicht. Die Waffe natürlich. Wüstenhase muss evolutioniert werden, ansonsten bringt er mir nicht viel. Mhm. Könnte natürlich jetzt halt reincoinen, macht auch Sinn. Dass ich mir die Waffe anlege. Ich würde sogar eher sagen, den Kleisten. Wagen. Ich bin hier, um Sven aufzuhauen. Müsste ich nächste Runde 3 Mana haben, kann den Grubenmeister spielen und dann mit Turn 5 meinen Sumpfdornschlagring und dann läuft's vielleicht. Das ist ein blödes Geheimnis. Yep. Flammenfalle. Aber kein Problem. Ich bin gespannt, was er so noch spielt. Das ist ein Geheimnismagier. Nochmal die Flammenfalle wäre natürlich jetzt halt sehr blöd für mich. Die Frage ist, was zuerst ausgelöst wird.
Wenn ich jetzt angreife, werden dann meine Diener zuerst verwandelt oder nochmal die Flammenfalle ausgespielt? Das ist sowas Interessantes, das muss man erstmal mit dem Deck natürlich testen. Ja, nicht überragend für mich, aber kann man mal machen. So, natürlich jetzt zerstören Ding. Würde sogar behaupten, es ist schlauer, hier drauf zu gehen und den Damage ins Face zu geben mit der Waffe. Totem herrufen bringt mir nicht wirklich was. Schlange ist gut. Gedankenreißerin Illusia ist, oder Illusia ist eher nicht so gut. Aber das ist beim Evolve-Schaman natürlich immer der Fall. Du wirst meistens in Matches vom Luck abhängig sein, wenn man nicht die perfekte Hand hat. Okay, gut. Verstehe. Hat scheinbar keinen Bock auf mich. Verstehe ich. Gehen wir da drauf. Weiß nicht, wie ich das jetzt am besten löse. Ich denke so. Och nö. Oh, das ist ungünstig gelaufen. Ja, das war's für mein Deck. Kann ich eigentlich schon nicht mehr gewinnen. Der bringt mir halt auch nicht zu spielen. Ja, das war's für mich. War ein guter Move, wenn ich der Untergangsverkünder da gewesen wäre. Dementsprechend hätte ich den Schleim weggemacht, wäre das besser für mich ausgegangen. Aber da werde ich nichts mehr reißen. Deck ist momentan ein bisschen undankbar mir gegenüber. Aber das ist GG. Könnte jetzt noch zu Ende spielen. Vielleicht sollte ich es machen, um zu üben. Ja, komm. Warum auch nicht, aber das ist gegessen, das Game. Da werde ich nichts mehr reißen. Ist halt komplett verschwendet alles, aber ich muss ein bisschen was aufs Board bekommen. Reno. Und da ist die Niederlage. War in dem Turn vorbei, als der Untergangsverkünder da war. Ohne Untergangsverkünder wäre es ins Schwitzen gekommen. Hätte sie meinen 10-10er vielleicht nicht wegbekommen. So, ja, was soll ich noch machen? Nicht noch alles spielen. Hauen wir nur die ganze Hand raus und sagen dann GG. Schade. Aber das ist halt die Krux mit dem Deck. Man muss halt auch ein bisschen Luck haben, was in dem Fall nicht der Fall war. Zweites Match verloren, aber es gibt ja noch ein drittes Match und das sehen wir uns gleich dann in der jetzigen Folge noch. Letzte Match dieser Folge und ich hoffe, dass wir positiv rausgehen. Wäre dann 3-3 letztendlich, wenn wir das hier gewinnen. Ansonsten 2-4. Ungünstig. Aber da im letzten Match war es eindeutig das Luck, das uns gefehlt hat. Also da war es. Den 10-10 hätte ich gern gesehen, wie es wegbekommen hätte. Vielleicht mit Reno noch, ja. Aber naja. Spielen wir einfach mal weiter. Im Buchband Paladin war es nicht ganz so schwer, am Anfang reinzukommen. Vielleicht klappt es aber mit dem Schaman auch noch. Plus ein Angriff und Eifer.
Weiß jetzt auch nicht, ob man den Instant spielt, um ein bisschen Board aufzubauen oder ob man ein bisschen wartet. Das ist so eine große Frage einfach. Waffe habe ich noch nicht gehabt. Ich würde jetzt ein Totem spielen. Was machst du? Eat einen Drachen. Board verteidigen. Und hoffentlich nächste Runde was ziehen. Ich finde irgendwie, das Deck ist nicht ganz optimiert mit dem Kartenziehen an sich. Ein bisschen sehr random. Ja, Buchband Paladin mit Todesrückenkarten. Das müsste Theogran dann sein. Vermute ich mal. Allen Diener-Typen, ja. Oder ein Zod oder sowas. Ihn möchte ich eigentlich überhaupt nicht opfern. Nehmen wir die kleineren Diener hier unwichtiger als der fette. Falls ich das Karussell ziehe. Ich rieche Blut. Kann man mal haben als Einser Diener? Das ist für mich auch nicht gut. Abwarten. Plus 2, 2 und Karte. So, jetzt muss ich was ziehen, ansonsten bin ich RIP. Und das sieht schlecht aus für mich. Kann noch einen Drachen entdecken. Das ist, glaube ich, mit die beste Variante. Da ich von ihm vielleicht das Karussell bekommen kann und nächste Runde spielen, das wäre meine Hoffnung. Kriegt meinen Neuner nicht weg. Also komm Leute, komm, komm. Ah, ich hätte ja auch sie noch im Angebot. Ah, eher da drauf pokern oder auf sie? Ich würde auf sie pokern. Evolutionsgestalt, wo es auch 3 Schaden ruft, einen zufälligen Diener herbei, der 3 kostet. Ich würde die Devolutionsgeschosse nehmen. Ihn töten. Ihn töten. Und ihn nur zum 1-1er machen. Blitzschlag oder vielleicht den erneut herbei, ist auch stark. Kann ich aber nicht mehr spielen. Nehmen wir hier noch den. Überlad mich halt wieder extremst. In der Hoffnung, dass ich noch einen gescheiten Zauber bekomme, bekomme ich nicht. Das heißt, ich nehme dann hier die Fernsicht zum Kartenziehen. Karussell leider nicht bekommen. Wäre optimal gewesen. Nächste Runde habe ich 5 Mana. Wen geht er? Auf den Neuner? Ja, weiß er. Fernsicht. Kostet 3 weniger. Meine Waffe könnte ich noch spielen. Könnte aber ich auch noch den Zauber spielen. Ich würde aber auf die Waffe pokern. Karussell ziehe ich natürlich damit. Da möchte ich es eigentlich nicht riskieren. Totem. Und verbessern. Ja, ist okay. Hätte schlimmer sein können. 4 frische Diener. Also das nimmt für die gleichen Kosten die Diener. Das hätte ich halt gern von der... vom legendären Diener. Wie heißt die denn eigentlich? Und der Feuerherz hätte ich sie gern gezogen. Das Karussell. Oh, jetzt haben wir die Waffe. Damit auch gewonnen. Müssen wir zuerst mit den Dienern angreifen. Er hat aber eine richtig schlechte Hand gehabt oder seine Karten nicht richtig gespielt. Aber ich glaube eher, es war eine schlechte Hand, weil er hat mir sehr viel Tempo gegeben und wenig gegengehalten.
Aber gut, somit steht das Deck 3-3. Haben wir noch eine Quest erfüllt? Jawohl. Welchen Rang bin ich jetzt halt insgesamt? Ich glaube, Bronze 4 oder sowas. Ja, Bronze 4. Und wir schauen bei der nächsten Folge weiter, wie es da so weiterläuft mit dem Deck. 3-3 momentan. Ich bin in der Folge mehr zufrieden als letzte Folge. Ich komme so langsam rein mit dem Deck. Es muss nur noch das Luck richtig kommen. Wenn das Luck in der vorherigen Folge nicht gewesen wäre, hätten wir das vielleicht auch noch gewinnen können gegen den Magier. Das ärgert mich ein bisschen. Also in vorherige Folge meine ich vorherigen Matches. Aber gut. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Und haut rein, Leute.